So, willkommen zurück zu Let's Play Zeus und ganz großen Problemen, was den Handel angeht. Wir sind jetzt mit Sparta unterwegs, kaum einer will mit uns handeln. Wir haben im Prinzip nur Weizen, den wir irgendwie an die Leute bringen konnten. Dionysos hat uns angegriffen, aber Olympia haben wir jetzt erobert. Die sind jetzt Vasallen und schenken uns wahrscheinlich was. Wahrscheinlich auch Olivenöl. Top. Was wir brauchen ist Wolle, denn unsere Arbeitskräfte sind jetzt demletzt auf über 200 zu wenig abgestürzt, dadurch, dass unsere ganzen Wohnungen eingestürzt sind. Der Herrscher dieser Emporkömmlinge, die den schwachen Städten im Osten so viel Ärger gemacht haben, hat sich endlich offenbart. Er nennt sich Darius, König von Persien, und ist ein rechter Witzbold. Er hat verkünden lassen, dass er Sparta und den Rest von Griechenland für sich fordert. Allein die eigene Überlegenheit zu verkünden, mag Trunkenbolde wie die Eretrier in die Knie zwingen. Aber uns lässt diese alberne kleine List kalt. Ich weiß nicht, warum wir da überhaupt hineingezogen wurden. Es ist schließlich ganz allein Athens Problem. Die Athener haben in Ionien einen Aufstand angezettelt. Und nun, wo Darius sie angreift, wird ihnen klar, dass sie den Mund zu voll genommen haben. Habgier zahlt sich eben nicht aus. Hipponax von Korinth freilich denkt in den richtigen Bahnen. Er plant einen Großangriff auf Sardis, die Hauptstadt dieser persischen Barbaren. Ja, die wir natürlich mehr oder weniger unterstützen sollen. Und deswegen sollen wir 20 Stränge Wolle für die Kolonie bereitstellen, sowie 20 Weizengarben und 2 Heiligtümer bauen. 80 Personen außerdem in einem Wohnsitz oder besser haben. Das wird, denke ich mal, gut gehen. Müssen wir bloß gucken, wie wir das mit dem Handel machen. Und jetzt baue ich erstmal Leute. Optionen, Geschwindigkeit wieder runterstellen. Und dann zeig mir mal, mit wem wir handeln dürfen. Wir haben ja jetzt Olympia, die uns Oliven verkaufen und auch Olivenöl bereitstellen. Das heißt, wir können selber auch Olivenöl herstellen. Richtig? Richtig. Kältereien ebenfalls. Das heißt, Trauben können wir importieren. Ich frage mich, mit wem wir jetzt handeln können. Athen ist wieder unser Handelspartner. Thermopylae ebenfalls bleibt unser Handelspartner. Korinth ist okay. Und ihr kauft Marmor. Kann ich nicht selber produzieren. Es tut mir leid. Die kaufen Olivenöl, verkaufen Wolle. Eventuell muss ich Oliven einkaufen und dann Olivenöl im großen Maß wieder verkaufen. Das muss ich mal sehen. Je nachdem, wie viele Leute ich jetzt rankriege, denn ich muss dafür sorgen, dass wir die Arbeitskräfte erstmal wieder reinkriegen. Geschwindigkeit runterstellen auf ja, 80. Und dann gucken wir erstmal, aus Olympia kriegen wir Oliven. Das ist schon mal wichtig. Ihr kauft Oliven, ihr kauft Olivenöl. Wo kriegen wir noch Oliven her? Delos? Nein. Phönizia sowieso nicht. Amphipolis handelt nicht mit uns. Und Sardis ist die böse Stadt, wo Darius lebt. Und Hattusas haben wir auch schon entdeckt. Ist auch eine böse Stadt. Die kennen wir noch aus der allerersten Mission. Ich glaube, mit Zeus und Europa hatten wir das Problem, dass wir Sardis und Hattusas erobern mussten. Oder war das die zweite Mission? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Das zweite Abenteuer. Das kann durchaus gewesen sein. Wir haben noch ein paar Skulpturen, sollen auch keine mehr ausliefern, oder? Nee, besser ist auch. So, Hephaistos hat sich unserer Stadt ebenfalls mehr oder weniger angeschlossen. Wir dürfen ein weiteres Heiligtum bauen. Die Frage ist, welches werden wir hinstellen? Entweder die Schmiede des Hephaistos, den Tiergarten der Artemis oder das Orakel des Apoll. Ich würde mich sogar eher für die Schmiede des Hephaistos breitschlagen lassen. Marathon schenkt Weizen. Brauche ich nicht, dankeschön. Ah, die Schmiede des Hephaistos. Will ich die wirklich haben? Und wenn ja, wo stelle ich sie hin? Hier. Marathon schenkt Weizen. Was war das andere für eine Nachricht? Sardis beginnt die Invasion. Ah, ist okay. Ich brauche weitere Handelsposten. Lakonien, ironisches Meer. Nee, ionisches Meer. Nicht ironisches. Ich brauche Wolle. Ich glaube, ich muss aus Athen mal Wolle kaufen. Mal sehen. Olympia zahlt Tribut. 10 Krüge mit Oliven. Ah, Oliven werden direkt geliefert. Kein Olivenöl. Das heißt, ich muss jetzt erstmal weitere Lagerhäuser bauen. Eins für Oliven. Das kann alles hier oben mitstehen. So, nichts annehmen außer Oliven. Dann brauchen wir die Olivenpressen gleich. Jetzt muss ich erstmal gucken. Wir brauchen noch 89 weitere Arbeiter. Einige sind noch unterwegs. Aber hier passen auch nicht mehr allzu viele rein. Teilweise noch 12. Müssen wir gucken.
Marathon schenkt Weizen. Ich brauche keinen Weizen. Weizen produziere ich selber mehr als genug. Schön ist auch, dass wir jetzt noch mehr Steuereinnahmen bekommen. Dadurch, dass wir weitere Gebäude hingestellt haben, aber das wird uns nicht lange über Wasser halten. Wir müssen versuchen, Geld ranzubekommen und das schaffen wir nur, wenn wir jetzt Weizen für die Kolonie bereitstellen. Das sammeln wir schon mal. Noch 20 Stränge Wolle, 2 Heiligtümer müssen wir bauen und 80 Personen in einem Wohnsitz haben. Das heißt, wir müssen die ersten Leute bereitstellen, die hier drin wohnen. Also auch Waffen. Pferdehof gibt es ebenfalls und Waffenschmieden. Das heißt, wir können sogar Reiter in die Wege leiten. Und das ist gut. Vielleicht kauft mir der eine oder andere sogar Pferde ab. Skulpturen. Ja, ansonsten importieren wir Bronze. Muss mal kurz gucken, wie teuer ist Bronze. Bronze 110. Mal 4 sind 450. Wie viel kriege ich durch Skulpturen, wenn ich die verkaufe? Kann ich nur importieren. Toll. Keiner kauft mir Skulpturen ab. Korinth kauft Skulpturen. Ja, ich kenne den Preis jetzt nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das so um die 500 bis 600 Drachmen sind. Also allzu viel Gewinn macht man damit auch nicht. Ist auch Blödsinn. Sardis beginnt weiterhin die Invasion. Wir brauchen noch 53 Leute für unsere Stadt. Ja, als ich die Leute schon habe abhauen sehen, da wusste ich ganz genau, Scheibenkleister, die Wolle ist alle. Ein unangenehmes Gefühl. Aber wir kriegen jetzt immer mehr Leute rein, sodass zumindest die Arbeitskräfte alle wieder da sind. Und dementsprechend kriegen wir jetzt auch weitere Steuern. Das wird schon. Wir haben allerdings nur Einnahmen von insgesamt 1000 Drachmen in etwa. Ausgaben sind nicht ganz so hoch wie die Einkünfte. Und wenn die sich entwickeln würden, würden wir noch weitaus mehr Kohle machen. Wir haben jetzt genauso viele Leute wie vorher, aber vorher hatten wir über 2000 Drachmen als eventuelle Einkünfte, weil natürlich die größeren Häuser wesentlich mehr Zeche abwerfen. Marathon wird angegriffen. Ja gut, dann schicken wir euch los. Ares kämpft an ihrer Seite, das ist gut. Viel Erfolg. Hier ist sonst soweit alles in Ordnung. Die anderen bestechen wir, die auf uns losgehen. Tschüss. Damit sind die jetzt weg. Wir haben genügend Leute in der Stadt. Dann kann ich ja jetzt anfangen mit... Amphipolis respektiert sie. Das ist schön. Korinth liebt sie. Das ist noch viel besser. Sardis respektiert sie. Delos respektiert sie. Eretria respektiert sie. Alle Feinde, die wir aktuell haben, respektieren uns. Das ist ganz gut. So, ich werde hier die ganzen Patrizier hinstellen. Das heißt, hier kommt auch gleich mal eine Sperre mit hin. Wir brauchen außerdem eine große Agora, die hier steht. Fügen Sie neue Händler für den Warenvertrieb hinzu. Später. Dann brauche ich die Denkmäler, um den Leuten die nötige Attraktivität zu geben. Also 1, 2, 3, 4 sind ungefähr 4 Felder groß. Athletendenkmal. Zufriedenheitsdenkmal. Denkmal. Ein weiteres Athletendenkmal. Eroberungsdenkmal. So, da passen die schon mal hin. Das ist ganz gut. Dann brauchen die sämtliche kulturelle Aufmerksamkeiten. Wir werden... Sardis beginnt die Invasion. Weiterhin, Pythische Spiele enden.
Wir werden... Ja, erstmal brauche ich jetzt hier ein Architektenbüro und einen Brunnen. Das sind die wichtigsten Dinge dafür. So können die Leute dann hier stehen. Achso, wir brauchen noch Öl. Ah, verdammt. Man kann in einer Stunde Spiel mehr über eine Person erfahren, als wenn man sich ein ganzes Jahr mit ihr unterhält. Wie sieht's aktuell aus? Arbeitsmarkt sieht noch gut aus. Aber ich kann keine Olivenpressen bauen. Ich brauche tatsächlich mehr Leute. Und das schaffe ich nur, wenn ich endlich wieder Wolle rankriege. Aber ich will auch keine Wolle einkaufen, denn ich muss schon 3000 dafür bezahlen, nicht angegriffen zu werden. Das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Gut, ich brauche eine Handelsposten. Eine Handelsposten mit... Grüße von Artemis. Moin moin. Mit Olympia. Handelsposten Olympia. Oliven einkaufen. Plus das, was wir ab und zu kriegen als Tribut. Benötigte Mitarbeiter. Werden wir genügend zusammenkriegen. Ich muss Olivenöl verkaufen. Sonst habe ich hier keine Chance weiterhin zu überleben. Sieht nämlich ganz schlecht aus mit Drachmen. Wir müssen mehr Löhne und Invasorenbestechungen zahlen, als wir an Geld haben, und das ist furchtbar. Es wird schon, es wird schon. So, das erste Olivenöl wurde uns geliefert. Beziehungsweise die ersten Oliven, das Öl machen wir jetzt. Vier Stück, auch wenn ich Arbeitskräfte brauche. Ich werde später Wolle importieren können. Schon allein, weil ich jetzt Olivenöl herstelle. Ich brauche ein weiteres Lagerhaus für Olivenöl. Das stellen wir aber in die Stadt mit rein. So. Nichts annehmen, außer Olivenöl. Damit die Leute auch direkt rankommen. Alle. Wir brauchen eh eine Weile, das herzustellen. Olympia zahlt Tribut. Dankeschön. Alle haben 3 Ladungen Olivenöl. Oliven? Ich will immer Olivenöl sagen, aber nein, kein Olivenöl. So. Außerdem. Oliven können exportiert werden. Will keiner unserer Handelspartner Olivenöl haben. Wie viele Leute brauche ich aktuell? 81. Aua. Das ist böse. Ich brauche Wolle. Korinth, wollt ihr mir nicht mal Wolle schenken? Verdammt. Muss ich Wolle importieren? Ich dachte, Athen hat immer Wolle dabei. Wolle. Einkauf. Bis zu 12. So, Geschwindigkeit hochstellen. Geschwindigkeit erstmal wieder runterstellen. Sodass zumindest jetzt diese Leute hier wachsen können. Einmal mehr Steuereinnahmen bringen und zum anderen weitere Arbeitskräfte, die ich unbedingt brauche. Denn hier arbeiten nur 10 von 12, das ist viel zu langsam. Aktuell verkaufen wir sogar wieder Weizen. Vielleicht sollte ich das Lagerhaus, Marathon schätzt sie mehr, für Wolle jetzt auch hier hinpacken. Nichts annehmen außer Wolle. Das erste Olivenöl wurde eingelagert. Sehr schön. Wenn ich hier nachher eine Straße runter mache, dann kann ich hier auch noch einen weiteren Handelsposten hinstellen, um Olivenöl zu verkaufen. Zurzeit sind wir noch bei 3000 Drachmen. Es wird gerade so reichen, um die Invasoren einmal zu bestechen. Marathon schätzt sie mehr. Das bedeutet, wir haben gewonnen. Essen haben wir genug für unsere Leute.
Wolle wird geholt. Wer mich verehrt, dessen Wettkämpfer werden bei den Spielen gesegnet sein. Gut, wir haben ganz schön viel eingekauft, aber das musste auch sein. Wolle wird verteilt, dementsprechend wachsen unsere Leute, Sardis beginnt die Invasion, siegreiche Krieger kehren zurück, spartanische Spiele beginnen. An dieser Stelle speichere ich, eventuell können wir sie ja mal besiegen, das wäre optimal, dann brauche ich das Geld nämlich nicht dafür auszugeben, denn wenn ich 3000 abgeben muss, auaha, das killt uns. Ich muss jetzt erstmal den Handel mit Wolle einstellen, weil ich gar keine Kohle dafür habe. Der läuft jetzt los und holt die weitere Wolle. Der hat auch keine Wolle mehr. Keiner hat mehr Wolle. Weitere Leute kommen. Dann haben wir zumindest schon mal bessere Karten. Oh, und es sieht so aus, als wenn die Olympischen Spiele bei uns stattfinden oder die von den Olympischen Spielen zurückkehren. Siegesdenkmal. Ich glaube, wir haben gewonnen. So, hier ist die Wolle wieder alle, aber der hat noch welche übrig. Sehr schön. Dann wird der Rest jetzt auch mit Wolle beglückt. Und wir bekommen unsere Arbeitskräfte. Öl haben wir jetzt auch. Das können wir unter Umständen verkaufen. Das heißt, unter Umständen, das werde ich tun. Ich muss bloß einmal gucken. Korinth und Marathon. Wer mir Öl abkauft? Korinth. Kauft Olivenöl. Perfekt. Bauen wir hier mit hin. So, Sperre einmal da. Einmal da. Ein weiterer Architektenposten hier mit hin. Und ein Warenlager nach Korinth. Spartanische Spiele enden. Grüße Biso. Unsere Wettkämpfe erreichten den zweiten Platz bei den Spartanischen Spielen. Marathon liebt sie. Das ist schön. So, Olivenöl exportieren. Okay, wir machen Olivenöl, wir exportieren es wieder. Das heißt, Wolle kann ich bald dauerhaft einkaufen, ohne dass es Probleme gibt. Die hier sind jetzt erstmal eine lange Zeit wieder mit Wolle eingedeckt. Was habt ihr jetzt wieder für Probleme? Brunnen. Ihr habt keinen Brunnen mehr. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Ich weiß nicht, wo die Wasserträger langlaufen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die aufgrund der Arbeiter, die hier fehlen, nicht unterwegs sind. Zum Glück kommen noch ein paar Leute nach. Wasser wird wieder ausgetragen. Was mache ich jetzt mit der Invasion von Sardis? Sardis beginnt Invasion. Thermopylae liebt sie. Optionen Geschwindigkeit hochdrehen. Datei erst einmal speichern unter LP01. Muss mal gucken, wie ich damit umgehe. 101 Arbeiter fehlen. Geschwindigkeit weiter hochstellen. Sardis beginnt Invasion. Unterwerfen statt kämpfen verteidigen. Thermopylae wird angegriffen später. Geschwindigkeit runterstellen. Ares. Ares hat ihr Gebet gehört und will gern mit ihren Soldaten in den Krieg ziehen. Er wird es bei der nächsten Gelegenheit tun. Wie wäre es jetzt? Denn Sardis ist da. Oh je.
Was muss ich tun? Auf Verteidigen klicken. Klicken, um alle Soldaten anzumustern. Statt Verteidigen bitte. Datei laden. LP01. Vielleicht muss ich die tatsächlich doch schon mal vorne mit hinstellen. So. Geschwindigkeit wieder hochstellen. Auf 90. Marathon schenkt Weizen. Brauche ich nicht. Danke.